Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Superman Masterpiece Edition. Alle weiteren Informationen zu dieser Box und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Superman Masterpiece Edition, das Ganze aus dem Jahr 1999. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Comics. Jawohl! So sieht das aus. Wir haben hier eine riesengroße Box in Rot. Masterpiece Edition zu dem Helden Superman. Hier oben lesen wir Superman Masterpiece Edition, The Golden Age of America's First Superhero. Rein so von der Optik, vom Design sieht das Ganze so aus, als wäre es schon älter. Und wie gesagt, das ist es auch. Es ist tatsächlich aus dem Jahr 1999, also mittlerweile 21 Jahre her. Hier unten lesen wir noch, was uns hier in dieser Box erwartet. Exclusive 8-inch Statue of 1938 Superman. Reprint of the very first Superman comic book. Illustrated hardcover book chronicling the Man of Steel's Golden Age. Also wir haben im Endeffekt drei Boxen halt hier drin. Einmal eine Superman-Statue aus dem Jahr 1938, also vom Design her. Dann haben wir ein Reprint, also so quasi eine Neuauflage, eine Neuvariante, eine neue Version des allerersten Superman-Comics von, ja, wahrscheinlich auch 1938, schon sehr lange her. Und dann haben wir noch das illustrierte Hardcover-Buch, das so ein bisschen die goldene Ära, das goldene Zeitalter von Superman aufarbeitet. Ja, es ist eine massive Box, quadratisch. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Wir lesen hier wieder Superman Masterpiece Edition. Dann die Inhalte. Okay. Von unten glatt rot. Von rechts auch hier wieder die Boxinhalte aufgelistet und auch noch Logo bzw. Schriftzug und Superman. Und hier oben auch wieder in rot. Auf der Rückseite haben wir nochmal detailliert beschrieben, was uns hier erwartet. Also einerseits wurde hier etwas erklärt zu der Box, dann eben die Statue nochmal, das Comicbuch und das Buch, das Hardcoverbuch etwas genauer erläutert. Dann haben wir noch einen Barcode und das Ganze ist Made in China. Grüße gehen raus. Das Ganze hat damals, wir sehen es hier original, 65 US-Dollar gekostet. Also im Jahr 1999. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze ist hier mit zwei Klettverschlüssen zu. Also wir können hier sehen, Moment, einmal, zweimal ein Klettverschluss. Und hier rechts dann einmal, zweimal die Gegenstücke. So, hier links gibt es dann nochmal so eine kurze Einleitung, eine Info zu dieser Box. Okay. Und hier dann die drei wesentlichen Boxinhalte, um die es uns jetzt geht. Auf der linken Seite, hier in dieser Stecktasche, die auch wieder mit dem Superman-Logo gebrandet ist, haben wir, wie gesagt, den Comic. Es gibt ja viele Leute, die sagen Comic-Buch oder im Englischen, es stand ja auch Comic-Book, aber für mich ist das ehrlich gesagt immer ein Heft, also ich nenne das Comic-Heft. Und rechts haben wir dann die weiteren beiden Inhalte, und zwar haben wir hier einmal das Hardcover-Buch und mittig dann die Statue, also die Superman-Figur. Die können wir hier auch entnehmen. So, und dann haben wir hier den Inhalt komplett entnommen. Hier ist dann noch so ein kleiner Aufbau aus Karton in Blau. Was mich jetzt etwas irritiert, ist das hier. Wir haben hier so ein kleines Gummibändchen hier, das hier scheinbar irgendwas festhalten könnte. Aber das Buch ist ja von der Dimension dann doch zu groß. Also ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz klar. Und es gibt hier auch hinten irgendwie kein Element zum Einhaken oder sowas, wofür das genau verwendet wird. Aber ja, es wird schon irgendwie einen Grund, irgendeinen Sinn und Zweck erfüllen. So, wir packen die Box mal derweil zur Seite und starten mit den einzelnen Inhalten. Und zwar würde ich sagen, wir beginnen erstmal mit dem Comic-Heft. Den Rest legen wir zur Seite. Und das ist dieses hier. Also, Superman, das hat damals tatsächlich ursprünglich nur 10 Cent gekostet. Damals war das Geld, speziell der US-Dollar, auch noch deutlich mehr wert. So,
64 Pages of Action, all in full color, the complete story of the daring exploits of the one and only Superman. Okay, also 64 Seiten erwarten uns hier. Auf der Rückseite nochmal Superman mit gesprengten Ketten. Und dann schauen wir mal rein. Die erste Seite ist hier so in Schwarz-Weiß. Sieht so aus wie so ein riesen Anzeigeblatt, wo irgendwelche Leute Sachen anbieten, verkaufen. Okay. Und hier geht es dann los und es ist tatsächlich alles in Farbe. Also das komplette Heft hier werden wir jetzt einfach mal durchblättern. Die Zeit nehmen wir uns jetzt mal. So, also ihr könnt hier sehen, es ist tatsächlich jede einzelne Seite in Farbe. Und wie man es eben so kennt von Comicheften, also es gibt hier jede Menge Text, also Sprechblasen und diverse Kapitel, in denen Superman hier Abenteuer erlebt und irgendwie die Welt rettet. So, dann hier eine Doppelseite. Man muss auch dazu sagen, damals, also zu seinen Anfängen, hatte Superman noch so deutlich mehr, ja, im militärischen Bereich gespielt und deutlich mehr Propaganda-Funktion gehabt, sagen wir es mal so. So. Also ihr seht selbst, ohne Ende Material hier zu lesen. Hier wird unter anderem Rugby gespielt. Und hier zum Abschluss haben wir dann noch die beiden Schöpfer, also Boys and Girls, meet the creators of the one and only Superman, America's Greatest Adventure Strip. Also das sind wohl die beiden Herrschaften hier, Jerry Siegel und Joe Shuster, die sich Superman ausgedacht haben. So, dann gibt es hier noch einen Riesentext, weitere Werbung und hier nochmal Anzeige. Gut. Dann kommen wir zum zweiten Inhalt. Das ist hier dieses Hardcover-Buch. Superman The Golden Age nennt sich das Ganze. Hier auf der Vorderseite ist er abgebildet. Auf der Rückseite hier der Brustbereich mit dem S und dem Gürtel. Hier noch ein Barcode. Das Ganze ist übrigens hier so ein Umschlag. Also man kann dann tatsächlich auch hier das freilegen. Und hier ist dann das eigentliche Buch. Das sieht so aus. Das hier ist ein alternatives Superman-Design. So, da geht's hier los mit den ersten Zeichnungen. It's a bird, it's a plane, it's Superman. So, hier geht's los und hier haben wir eben jede Menge Text, so generell Hintergrundwissen. Was war da alles so zu der Zeit los? Wie ging's damals mit Superman los? Und. All das kann man hier dann nachlesen. Ja, also das Buch im Detail werde ich jetzt nicht durchblättern. Wir können gerne kurz hier mal so durchblättern. Also ihr seht selbst, ohne Ende Text und natürlich auch jede Menge Bilder und so historische Aufnahmen. Gut. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Boxinhalt, zum dritten. Und zwar ist das dieser hier. Die Superman-Figur bzw. Statue. Hier lesen wir auch wieder America's Greatest Adventure Strip Character Superman. Die Box ansonsten komplett hier in Gelb, also wirklich rundum. Auf der Vorderseite haben wir dann hier eben dieses Sichtfenster, diesen ovalen Auslass hier bei der Box, dass man hier wirklich reinschauen kann. Oben geht das Ganze dann auf. Moment, einmal hier. Was haben wir hier? Ah, okay, hier haben wir sogar noch einen Stempel. Genau, hier lesen wir es, 6. Januar 1999. Also, wie gesagt, das Ding ist echt schon sehr alt. Und dann holen wir mal die Figur raus. Die kommt hier in Styropor. So. Und da ist der gute Mann. Also, das Styropor hier wirklich rundum, also alles hier in weiß. Außer die Vorderseite, die wurde hier entsprechend designt. Wir können auch hier diese Plastikschicht mal abnehmen. Und dann haben wir ihn hier höchstpersönlich. Superman mit den Händen in der Hüfte. Im Hintergrund sehen wir auch noch hier das Dach des Daily Planet und hier die Skyline.
Ja, und die Figur ist hier tatsächlich in dieses Styropor so eingelassen. So sieht das aus. Goldene Plattform, beziehungsweise das goldene S auf der Plattform. Die Plattform an sich ist braun. Und Superman hier in Rot, Blau und Gold, wie man es kennt. Ja, kann man sich wunderbar ins Regal stellen. Entweder so, also einfach mit dem Styroporaufsatz, mit dem Styroporaufsatz, oder man nimmt wirklich dann die komplette Box hier wieder und packt ihn hier wieder rein. Dann hat man auch gleich dieses schöne ovale Sichtfenster plus hier diese Beschreibung. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Statue, diese Superman-Figur hier in dem Karton. Dann haben wir das Hardcover-Buch, das sich hier auf die goldene Ära von Superman bezieht und jede Menge Hintergrundinfos liefert. Und dann haben wir hier den allerersten Superman-Comic, das allererste Comic-Heft, nochmal reprinted in Farbe. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box, in dieser Superman Masterpiece Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Superman unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.